Herzlich willkommen zur 18. Folge von Gothic 3. Mein Bittergeschenk 2003 war eine Xbox. Ist doch geil. Ich kann mich doch an die Viecher jetzt ranschleichen, oder? Dip, 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 dip. Du bist Schattläufer, du musst schlafen. Junge, du musst schlafen. Das Spielprinzip nicht verstanden, oder? Was sollen diese Stacheln da auf dem Rücken? Das sieht doch nicht gut aus. Das sieht einfach nur ein fett gewordener Wolf aus. Der mit dem Nashorn gekreuzigt wurde, Alter. So ein Versuchslabor. Simples Nintendo ist meine beste Kombi. Abgebrochen. Ich hatte noch nie eine Xbox, ehrlich. Ich hatte bis jetzt, also das heißt bis jetzt, ich habe eine PS3, PS4. Nintendo-Konsolen habe ich. Aber keine Xbox. Da ist die Wüste oder was? Kann ich da runterspringen und einmal darüber schwimmen? Lol. Alles klar. Hab ich gesehen? Geil, oder? Ich bin einfach. Was gefährlicher. Das ist doch keine Gefahr. Es gibt keine Gefahr für mich. Na, ich habe keine Zeit. Ich habe doch nur 3 Tage, um mich bei den einen Typen zu melden. Den Anführer. Vor allem die dauerhafte Hitze. Darf mich zu viel spoilern. Muss mich überraschen lassen. Oh! Die Wüste, es ist heiß. Ich muss mich anziehen. Anders. Das war eine blöde Frage. Gibt es hier was oder laufe ich hier einfach gerade sinnlos wahrscheinlich unserer Zeit? Fuck. Du bist ein interessanter Ort. Da gibt es eher keine Items. Das ist voll lustig, wie er den Berg runter rennt. Das habe ich nicht erwartet, dass ich da runterkomme, ohne Schaden zu bekommen. Respekt. Aber ich muss zum Anführer der Orks innerhalb von 6 Tagen, das heißt ich muss 3 Tagen. Das heißt, muss ich da hingehen in die Stadt und die Orks noch dazu überzeugen, dass sie mich durchlassen. Und dafür habe ich nur 3 Tage Zeit. Ich hätte wahrscheinlich die Piraten killen müssen. Ah.
Ich weiß nicht, ob das die verbesserte KI ist, dass die Gegner immer nach jedem Schlag 2 Schritte zurückgehen. Auf jeden Fall finde ich das total nervig, weil da kannst du keine Kombos ausführen. Das macht irgendwie jeder Gegner. Ich weiß immer, dass sie, nachdem sie schlagen, 2 Schritte zurückgehen. Bisschen scheiße. So, er schlägt, er schlägt ihn, es geht 1, 2 Schritte zurück. Das ist ein bisschen doof. Finde ich jetzt. Du Schwein, du. Oh Gott. Was ist da für ein Dörfchen? Da ist eine Höhle rechts von mir, oder? Ich habe noch keine Höhle gefunden, wo ich irgendwas abbauen muss. Also musste ich. Ja, für den Ork, sondern den. Der Ork. Ja, den Anführer der Stadt muss ich treffen, oder? So habe ich es verstanden. Jetzt verstehe ich, was du mir sagen willst. Ja, okay. Ripper? Was ist ein Ripper? Das sieht aus wie ein montiertes Wildschwein. Mit einem Krokodilgesicht oder was? Oder 60 EP. Der ich RIP macht. Nein. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Feuerpfeile, Schnaps, Dietrich, Rohstahl. Grünlandläufer, was ist das? Hallo? Kartenleser, okay. Ich weiß nicht, ob du. Wenn du mit Porgan sprichst, behandle ihn mit Respekt. Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Am besten du hältst dich da raus. Sind ja auch alle jetzt einfacher geworden zu. Kostig 3 Leaks waren Wildschwein eines der schwersten Gegner. Ja. Ich habe mit einem Wildschwein ganz Reddit getötet. Red Dog. Wer bist du? Also das Wildschwein hat alle getötet. Mein Name ist Arrakos. Ich bin Leibwache des Druiden Porgan. Also denke erst und handle dann. Verstanden? Ich denk darüber nach. Was ist das für ein Ort hier? Ein Ort der Verwüstung und Hoffnungslosigkeit. Dieses Tal war einmal das größte Dorf der Waldläufer von Myrtana. Die Menschen kamen von überall her und labten sich an den heilenden Händen unseres Druiden Porgan. Was kann denn schon los sein? Was ist hier passiert? Die Orks haben unser Dorf zerstört und alles gestohlen, was zu finden war. Ich bin einer der wenigen Überlebenden dieses Fiaskos. Verdammt seien alle, die sich an den Pflanzen und Geschöpfen Adanos vergreifen. Ihr führt Krieg gegen die Orks? Wir Waldläufer sind ein friedliebendes Volk. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Druiden zu dienen und sie zu beschützen. Diese elenden Orks jedoch sind mit dem Schwert des Krieges über uns gekommen. Und nun holen wir uns zurück, was uns gehört. Nicht mehr und nicht weniger. Verstehe. Wo sind die Orks jetzt, die das hier angerichtet haben?
Sie haben sich in die großen Städte von Myrtana zurückgezogen. Nach. Unerreichbar für uns. Alles, was von ihnen noch da ist, ist eine kleine Ork-Patrouille im Norden, die uns beobachtet. Kannst du mich das Kämpfen lehren? Nicht, bevor ich dich nicht besser kenne, Fremder. Ich weiß ja nicht, ob du dein neu erlerntes Wissen gegen mich richtest. Lass uns die Ork-Patrouille aufmischen. Ich würde nichts lieber tun als das. Doch weiß ich nicht, ob wir stark genug dafür sind. Wir machen das schon. In Ordnung. Du scheinst zu wissen, wovon du da redest. Ich bin bereit. Folge mir. Für Porga. Scheiße. Ich dachte eigentlich, das sagt sowas wie, okay, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Deswegen habe ich das gesagt. Okay, er läuft einfach an Wölfen vorbei. Oh, jetzt hat er noch ein Wildschwein gepult. Der ist ja krass drauf, Alter. Oh shit, Alter. Es laggt und jetzt stirbt er wahrscheinlich, oder? Mit dir, du Mistvieh. Karottensalat. Aber nicht den scharfen russischen, oder? Selbstgemachten, geil. Doch, genau den. Du Schwein. Rebellenjäger. Da hast du's. Jetzt hast du noch den hier, bam. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Level up, jawohl. Zerstört Druidenstein erhalten. Druidenstein habe ich erhalten. Orks sind Adanos Geschöpfe, wie du und ich. Wir sollten uns achten und nicht bekämpfen. Die Ork-Patrouille ist erledigt. Ich danke dir für deine Hilfe, Fremder. Hier, nimm. Ich gebe dir etwas mit auf den Weg. Möge Adanos Licht alle Wege erhellen, die du beschreiten wirst. Wenn du willst, können wir ja auch noch ein bisschen trainieren. Hast du ihn selber gemacht oder gekauft? Kann man den überhaupt kaufen? Oder ist er unkäuflich? Kann ich das jetzt lernen? 150. Starker Schwertkämpfer. Ja, ich möchte mit einem starker Schwertkämpfer werden. Ich will starker Schwertkämpfer werden. Kein Problem. Ein starker Schwertkämpfer prügelt nicht nur einfach auf seinen Gegner ein. Er erkennt die Position des Gegners. Nutze den Schwung deines Körpers, nicht nur den deines Armes. Merk dir das und setze es um. Dann wirst du länger am Leben bleiben. 15 Lernpunkte habe ich noch. 200, okay. Okay. Sind noch mehr von den Biestern. Nein, mein Wolf. Ja, klar.
Ja, Monolith ist eigentlich fast alles. Irgendwie. Wir verkaufen, glaube ich, alles. Wurst, Käse, Salami, scheißegal. Schön. So, ich würde sagen, war hier nicht gerade eine Kiste da. Milch und Möhren. Ja, Mann, Schokobutter, das gab's ja auch noch, ja, stimmt. Die habe ich auch seit Jahren nicht mehr gesehen. Waldvolk 15. Schau mal, ich habe einfach eine Mission gemacht, habe schon beim Waldvolk mehr als bei den Rebellen. Darum ist es so. Fährtenleser. Jump! Okay. Gibt es hier oben was? Ha, Kochtopf. Ich hab erstmal gekocht. Was kann ich mir kochen, ehrlich? Milch, gebrannte. Ah, geil. Pilzragout kann ich mir herstellen. Einmal, wow. Fischsuppe habe ich immer noch keinen Fisch. Knusprige Schweinekeule. Zauberölwurzel. Dazu fehlen mir die Zutaten. Sei schönes Essen. Zumindest nicht so viele Quests, okay. Ich dachte, es liegt einfach daran, dass ich Orks schlachten musste. Hadanos, sei mit mir. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Ich schätze, du hast das Sagen hier. Ich bin kein Herrscher. Meine Kinder, die Waldläufer, sind aus freien Stücken bei mir, Wanderer. Ich bin ein Wahrer der Schöpfung. Wir Druiden sind Wächter der Welt und ihrer Natur. Unsere Macht beziehen wir aus der Kraft der Geschöpfe Adanos. Kannst du mich heilen? Das kann ich, Wanderer. Komm an mein Feuer und ich bin deinen Schmerz. Heile meine Wunden. Adanos Licht erleuchte diesen Körper. Boah, das war ein Licht. Ah, jetzt kommt's. Welches Geschöpf ist die Quelle deiner Macht? Mein Druidenstein hält die Kraft des Keilers inne. Doch leider ist mir mein Stein von den Orks gestohlen worden, Wanderer. Mehr als beunruhigend, ihn in der Hand dieser närrischen Geschöpfe zu wissen. Ich habe deinen Druidenstein gefunden. Dank dir. Aber ich sehe, er ist blass und kraftlos. Wenn er seine alte Macht wieder erlangen soll, muss er wieder aufgeladen werden. Kannst du den Druidenstein wieder aufladen? Das kann ich. Doch fehlt es mir an Zutaten für die Prozedur der Erneuerung.
Du hast mir den Stein zurückgebracht, Wanderer. Wenn du mir hilfst, ihn wieder aufzuladen, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Okay. Ich helfe dir bei der Suche nach Zutaten für deinen Druidenstein. Sehr gut. Ich brauche 20 Steinwurzeln. Sie wachsen nur an Orten großer Feuchtigkeit. Du wirst sie ausschließlich an Flussbetten finden. Viel Erfolg. Geil. Hier, deine Steinwurzeln. Gute Arbeit, Wander. Nun kann ich den Druidenstein wieder aufladen. Für die Dienste, die du mir erwiesen hast, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Nimm meinen Druidenstein und verwahre ihn besser, als ich dazu imstande war. Druidenstab des Rippers. Cool. Bring mir etwas über alte Magie bei. Bring mir... Okay. Lehre mich das höchste Wissen der Druiden. Was ist das? Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Die Dauer der Verwandlung wird verdoppelt. Was ist das höchste Wissen der Druiden? Das sind jetzt so aufgelistet. Zu schwer. Tiergestalt, 5 Lernpunkte. Tierruf, Zähmen, Schlaf, Eislanze. Goblinbeschwören, Telekinese, okay. Dazu bist du noch nicht bereit. Das ist das Wahrscheinlichste. Kannst du mal vom Pult weggehen? Ich möchte da auch mal hin. Was hat er mir jetzt gegeben? Druidenstein des Rippers. Druidenstein kann sich der Held in einen Ripper verwandeln. Okay. Es wäre cool, wenn einer der Orks so ein Schwein gewesen wäre. Jetzt hängt's. Wie stark ist ein Ripper? Ich habe mich von denen nicht schlagen lassen, deswegen weiß ich das nicht. Aha. Ein Schritt nach hinten, yo. Damit kenne ich die ganzen Banditen. Ah. Komme ich heute noch in der Stadt an eigentlich? Da war ich im Blutrausch gerade als komische Ripper-Viech. Weiß aber nicht das Stärkste, was ich mir vorstellen konnte hier. Ich muss mein Bogenschießen besser lernen. Ich weiß gar nicht, wieso ich das noch nicht gelernt habe, dass ich mit Bogen mehr Schaden mache.
150, ja, jetzt weiß ich, was das Problem war. Wäre mal viel zu schlecht dafür noch. Ausdauertrank, Möhren. So, ohne Witz, hast du die Ausdauertränke irgendwann benutzt oder gebraucht? Oder sammelt man die einfach nur ein und benutzt sie aber nie? Es laggt. Ich werde sterben. Okay, verteidigen bringt bei dem einfach gar nichts. Zumindest nicht mit meinem Schild. In der Wüste. Was ist in der Wüste? Pfui. Sand und so. Schnell weg. Oh, die laufen gleich nach. So geil, dass sie da immer nicht hochkommen. Wenn man das einmal weiß, das Spiel um einiges leichter. Bam. Vorsichtig. Schnell.
Sniper. Okay, war's das mit der Höhle? Hoffentlich schon. Ein Ring, was haben wir? Ring der Härte. Okay. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir mal hier unsere Folge. Wenn die Folge gefallen hat, lasst mir noch ein Like und ein Abo da und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.